Als nächstes steht für den Andreas Krummes der Weihnachtsmarkt in Winterthur auf dem Programm. Klein, aber fein. Ein Weihnachtsmarkt im Herzen von der Altstadt von Winterthur. Am Weihnachtsmarkt Winterthur wird auf Handgemachtes gesetzt. Gerade auch im Bereich der Kulinarik. Serviert werden unter anderem schwäbische Dineten mit selbstgebackenem Brot. So, was gibt es denn bei euch Feines? Ich sehe einen großen Ofen, es dampft und sieht mega lecker aus. Und ihr macht das Brot selber? Ja. Ich sehe, ihr habt ja sogar noch den Bäcker vor Ort. Ja. Sogar der Ofen selber gemacht. Der Ofen selber gemacht, also das ist dann wirklich handmade, oder? Ganz fein. Nächster Gang, Wurstwaren. Speziell in Winterthur, die stadteigene Winti-Wurst. Grüezi wohl. Ich habe gehört, hier gibt es die schärfsten Würste von Winterthur. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt schon. Dann wollen wir doch mal gucken, ob die Winterthurer besser sind und die St. Galler da einpacken können. Ha? Kompliment, ganz so feine Wurst. St. Gallen kann sich warm anziehen. Die pikante Winti-Wurst gibt es am Stand von Olaf Hauser. Er ist Teil des Organisationskomitees. Uns ist wichtig, dass wir für jeden etwas haben. Wir haben Raclette, Crêpe, Würst, Dinete, tibetische Speisen, Garnis-Pastis, dass wir nicht Dubletten haben, dass wir nicht drei Wurststände haben, dass wir für jeden etwas haben. Nach Flammkuchen und Wurst braucht der Best-of-Swiss-Gastro-Tester ein Absackerli. Aber ich habe gehört, es gibt die besten, den besten Dampfkaffee da, bei euch, auf dem Weihnachtsmarkt. Und entdeckt dabei eine echte Rarität. Hört, das zwitschern so die Vögel vom Dach. Ja, also das Unterteil ist von meinem Grossvater da. Ja. Der Würfel quasi. Camino. Das ist von 1922. Ist die, aber die wird nicht mit Holz geheizt. Holz und Kohle. Das habe ich jetzt noch nie gesehen. Das ist, ursprünglich ist das ein Kachelofeneinsatz. Okay. Gewesen, zum Energiesparen. Nach Kaffeeschnaps der wahrlich alten Schule. Das Fazit für Winterthur. Also was wir hier gesehen haben, hier spielt viel das Handwerk mit, hausgemachte Sachen, handmade, teilweise direkt vor Ort. Und das ist eigentlich schon beeindruckend, wenn ich auch als Besucher von einem Weihnachtsmarkt nicht nur Convenience-Produkte vom Grill sehe, sondern auch feine handgemachte Spezialitäten. Also ich glaube, das Highlight ist wahrscheinlich, was mir am meisten beeindruckt hat. Ich weiß, ob das gerade die kulinarische Hochburg ist, aber der Dampfkaffee mit der alten Maschine aus dem 18. Jahrhundert hat mich schon schwer beeindruckt. Das fand ich ganz eine spannende Geschichte, ja.